Zuschauer, wir sind zu Gast beim Sepp Eisenriegler. Das ist der Leiter des Reparatur- und Servicezentrums in Penzing. Und ja, das Beste ist vielleicht, wenn du mal diese Grundidee selber vorstellst, schilderst, wie es entstanden ist, wann und um was geht es da. Es ist so entstanden, dass ich, nachdem ich die Umweltberatung in Wien als Projekt mitentwickelt habe und für Opferwirtschaft zuständig war, eigentlich schon fast ein bisschen bedroht war vom Burnout, weil ich habe mir da sehr viel an Öffentlichkeitsarbeit, auch im Sinne von Vorträgen, Arbeit in Schulen und Kindergärten angetan, um dazu beizutragen, dass die Leute vernünftiger einkaufen und der Verpackungsabfall weniger wird. Hat sich allerdings dadurch, dass die Singlehaushalte zugenommen haben und viele andere Dinge, die da passiert sind, nicht wirklich in der Statistik wiedergefunden. Und dann hatte ich die Gelegenheit, einen sozialökonomischen Betrieb zu entwickeln, zu gründen und auch zu leiten. Das waren die ersten 10 Jahre des Reparatur- und Servicezentrums RUS, wo der Hauptzweck war, dass wir Leute am Rande des Arbeitsmarktes, wie es so schön heißt, also Langzeitarbeitslose, die schon über 45 waren, dann auch noch Menschen mit Behinderungen, allesamt arbeitslos, langzeitarbeitslos, wieder in Beschäftigung zu bringen. Die Methode, die dahinter gestanden ist, man muss ja diesen Menschen auch ein Unternehmen vorspielen, man ist ja auch eines, ja. War, dass wir mit Reparaturen und mit Second-Hand-Produkten dazu beigetragen haben, die Ressourceneffizienz zu steigern, soll heißen, die Nutzungsdauer von solchen Produkten zu verlängern, bevor sie zu Abfall werden. Das Ganze hat begonnen im Jahr 1998. 10 Jahre lang waren wir mit Sicherheit der von den Vermittlungserfolgen her erfolgreichste sozialökonomische Betrieb. Mhm. Und dann sind wir nicht ganz freiwillig einen Privatisierungsschritt gegangen und sind seitdem, das war 2007, ein Gewerbebetrieb, der ohne Förderungen auskommen muss und in einem Geschäft, mit dem er sich sicher keine goldene Nase verdienen kann, jetzt halt weiterhin die Mission hochhält, im Sinne einerseits die ökologische Dimension der Nachhaltigkeit. Wir sorgen dafür, dass Produkte länger genutzt werden, bevor sie zu Abfall werden. Die soziale Dimension, wir beschäftigen weiterhin, aber jetzt unbefristet, ausnahmslos Langzeitarbeitslose als Techniker. Und wir bieten auch für sozial Schwächere sehr günstige Preise an. Jeder, der einen Sozialpass der Stadt Wien, der heißt jetzt inzwischen Mobilpass, vorweisen kann, kriegt automatisch 20% Preisreduktion. Die ökonomische Dimension ist bei uns etwas unterbelichtet. Wir sind immer froh, wenn wir kostendeckend arbeiten. Aber das ist es, das ist so halbwegs gelungen bis jetzt. Wer sind denn hauptsächlich eure Kunden und welche Motive haben die? Naja, das ist eine interessante Frage. Das gibt mir nämlich die Gelegenheit zu sagen, es gibt zunehmend mehr junge Kunden, so eher studentisches Publikum. Es gibt zunehmend mehr Leute, die den sogenannten nachhaltigen Konsum verstanden haben. Das sind nämlich diejenigen, die nicht nur ihr primäres Bedürfnis befriedigt haben wollen, sei es durch eine Reparaturdienstleistung, sei es durch ein Second-Hand-Gerät, was man bei uns haben kann, sondern die mit ihrem Kaufverhalten auch einen Beitrag leisten wollen zu Umweltschutz und zu sozialer Nachhaltigkeit. Als ich vorhin durch eure Räume gegangen bin, da habe ich so ein paar ältere Radiomodelle gesehen und dann habe ich mich gleich an den klassischen Dualplattenspieler erinnert, aus meiner Jugendzeit, ja. Ich bin ja nicht mehr so ganz frisch. Und wenn ich den noch hätte, dann würde ich den, glaube ich, auch hierher bringen. Könntet ihr den wieder in Schuss bringen? Oder? Natürlich, ja. Ja, natürlich. Also wir nennen das Nostalgiegeräte. Wir sind der Spezialist für Nostalgiegeräte. Und ich glaube sogar der einzige Gewerbebetrieb, die Nostalgiegeräte reparieren. Wir verkaufen auch alte Röhrenradios, alte Plattenspieler, nicht nur Dual. Und was wir auch anbieten, sind Tonbandmaschinen aus diesem Bereich der Nostalgiegeräte, die eigentlich reißenden Absatz finden, aus unterschiedlichsten Gründen. Also eine Geschichte dazu
ist, wir hatten einmal einen älteren Herrn hier als Kunden, der wollte sein Koffer-Tonbandgerät reparieren lassen. Und wir haben dann festgestellt, dass der eine völlig unwirtschaftliche Reparatur in Auftrag gegeben hat. Also wir mussten sogar den Antriebsriemen so quasi handschnitzen, um das überhaupt reparieren zu können. Und wie er dann gekommen ist und hat da, glaube ich, 600 Euro gezahlt dafür, für die Reparatur. Habe ihn dann gefragt, sagen Sie mal, wieso machen Sie das eigentlich? Erstens, wir hätten wesentlich günstigere, runderneuerte Tonbandgeräte hier. Zweitens, es ist eine völlig unwirtschaftliche Reparatur. Sagt er, naja, es hat damit zu tun, dass meine Tochter, die mittlerweile ein gefeierter Opernstar ist, auf diesem Gerät, auf einem Tonband, ihre ersten Stimmbildungsversuche dokumentiert hat, respektive konserviert hat, und die möchte ich mir jetzt im Originalton anhören. Was ich damit sagen will, es gibt da sehr oft ideelle Gründe, warum solche Geräte, die wirklich nicht eine wirtschaftliche Reparatur darstellen, noch beauftragt werden zur Reparatur. Es gibt aber natürlich auch sehr viele Gründe, die man heutzutage als Convenience beschreibt. Mhm. Weil es ist nichts anstrengender, als sich alle drei Jahre eine neue Wegwerfwaschmaschine zu kaufen. Man muss sich darum kümmern, dass man ein Schnäppchen erwischt als Jäger. Mhm. Man muss sich dann aber auch umstellen bei einem alltäglichen Handeln und so wie zum Beispiel das Einschalten, das Programm, die Schleuderdrehzahlen und so weiter. Man muss dann eine gewisse Zeit immer nachdenken, was mache ich jetzt eigentlich? Mhm. Und das ist nach einem anstrengenden Arbeitstag alles andere als bequem. Na, das weiß ich als Junggeselle, der sich da ein bisschen wieder versorgen muss. Mir ist ja schon mal passiert, dass ich sogar einen Rostbraten mit einem Rostbraten die Küche in Flamme gesetzt hätte, aber die Story lassen wir jetzt. Ja. Stichwort Waschmaschine. Also wenn ich meine Waschmaschine ab und zu anschaue, dann kriege ich auch Sorgenfalten. Und das ist eine Whirlpool-Maschine. Ja. Aber ich bin eigentlich der Auffassung, die hat nicht einmal 10 Jahre auf dem Buckel, müsste eigentlich länger durchhalten. Wenn die jetzt ein Gebrechen hätte, könnte ich mich da an euch wenden? Oder wie wäre denn da der günstigste Weg? Kommt da jemand oder muss ich sie bringen? Es gibt beide Möglichkeiten. Also ich glaube, es ist für beide Seiten angenehmer, wenn ein Kundendiensttechniker zu Ihnen in die Wohnung kommt, um diese Maschine zu diagnostizieren und zu reparieren. Mhm. Wir sind da eigentlich die günstigsten Anbieter von derartigen Vorortdienstleistungen am Wiener Markt. Wir verlangen 48 Euro für die Geldkostenpauschale und 39 Euro für die erste halbe Arbeitsstunde. Und erfahrungsgemäß sind die meisten Probleme innerhalb der ersten halben Stunde schon begrüßt und gelöst. Ja, das ist ja wunderbar. Also, habe ich schon mal im Hinterkopf gespeichert. Mhm. Es gibt ja nun aber auch Hersteller, die bauen in ihre Produkte so ein Selbstablaufteil ein oder eine Art Mechanismus, damit die Geschichten kaputt werden. Nicht, weil sie jetzt wirklich schon am Ende sind. Obsoleszenz ist da das Stichwort. Wie siehst du das? Was hast du da für Erfahrungen gemacht? Und gibt es da Beispiele? Kannst du da vielleicht ein paar nennen? Ja, natürlich. Also geplante Obsoleszenz ist für uns ein alter Hut. Das kennen wir schon seit mittlerweile fast 15 Jahren. Dass das jetzt ein neues Thema ist, ist sehr hilfreich, weil damit auch die Medien aufmerksam werden auf die Spitze des Eisbergs, die eigentlich kapitalistische Marktwirtschaft heißt. Mhm. Der Eisberg heißt kapitalistische Marktwirtschaft. Und diese Sollbruchstellen oder mit Ablaufdatum versehenen Bauteile sind ja nur das, was an die Oberfläche kommt. Mhm. Was dahinter steckt, also Ausbeutung von Menschen, Ausbeutung von Rohstoffen in den Ländern des Südens, Ausbeutung von Menschen in den Produktionsländern von China bis Südostasien, Südasien. Das kommt ja gar nicht wirklich an die Oberfläche. Das Einzige, was man hin und wieder in der letzten Zeit in Berichten hören und sehen kann, ist, was dann mit den Abfällen dieser Wegwerfprodukte passiert. Die landen dann zum Beispiel in Ghana, dort ist es am besten dokumentiert, weil der Mike Anane, ein sehr guter Journalist, das bereits ins Bild gebracht hat und auch ein bisschen Hintergrundarbeit dazu gemacht hat.
Aber genauso habe ich es selbst erlebt, in Indien, in Bangalore oder in Delhi gibt es überall diese sogenannten Hinterhofrecycler, die mit eigentlich ungeeigneten Methoden versuchen, das Kupfer herauszuholen, zum Teil auch das Gold von den Platinen mit Säurebädern herausraffinieren, was natürlich für die Umwelt schlecht ist, aber noch viel schlechter für die in der Umgebung lebenden Menschen. Also hier gäbe es genug zu tun, vor allen Dingen auch eines, wir sollten als EU-Wirtschaftsraum, der wir ja, was die Rohstoffversorgung angeht, am Tropf hängen, viel besser mit unseren Abfällen umgehen und sie nicht irgendwo in die genannten Länder des Südens oder in andere Länder schicken, um dort einer ungeeigneten Entsorgung zuzuführen, sondern wir brauchen diese Rohstoffe eigentlich, um sie nicht neuerlich importieren zu müssen. Wir haben die strategische Abhängigkeit von China mit den sogenannten seltenen Erden und sind aber nicht einmal in der Lage, diese seltenen Erden, die hauptsächlich bei Touchscreen-Handys und ähnlichen sehr emotional aufgeladenen Produkten in Spuren vorkommen, überhaupt wieder herauszuholen. Das heißt, das ist ja auch eine der Kritikpunkte an diesem Wirtschaftssystem. Es werden Produkte in den Markt gebracht und keiner macht sich vorher Überlegungen dazu oder gar Sorgen, was dann nachher am Ende des Lebens dieser Produkte passiert. Das erinnert mich stark an die Atomkraftdebatte, wo immer nur die Kosten des Baus und des Betriebs betrachtet wurden, aber der Abbau ist ja um das Zigfache teurer. Naja, und vor allen Dingen, was macht man dann mit den ausgebrannten Uranbrennstäben und anderem radioaktiven Abfall? Ne? Also das ist ein gutes Beispiel und zeigt, dass wir eigentlich relativ unverantwortlich umgehen mit den Ressourcen dieses Planeten. Und um jetzt wieder zum Punkt zu kommen, jedem Volksschulkind ist klar, dass auf einem endlichen Planeten unendliches materielles Wachstum gar nicht möglich sein kann. Es geht einfach nicht. Mhm. Aber wir tun weiterhin so, als ob wir unbegrenzt über Rohstoffe verfügen würden. Und deshalb halte ich es überhaupt für bedenklich, dass die Produktlebenszyklen heutzutage immer kürzer werden. Und jetzt komme ich wieder zur Spitze des Eisbergs, das war ja die eigentliche Frage. Es gibt zum Beispiel Waschmaschinen mit einem Plastikbottich. Der Bottich ist die Hülle, die sozusagen die Trommel und die Waschflotte wasserdicht umgrenzt. In diesem Bottich ist auch ein Lager befestigt. Und wenn das in einen Kunststoffbottich eingepresst ist, kann man es nicht tauschen, wenn es kaputt wird. Dann kommt dazu, dass bei vielen, um nicht zu sagen bei den meisten dieser Wegwerfwaschmaschinen, Stoßdämpfer eingebaut werden, die zu schwach sind, um diesen gewünschten 1600 Schleudertouren standzuhalten. Das heißt, das Lager wird sicher kaputt und es wird sicher nach circa 2,5 Jahren kaputt. Die Geräte haben wir hier, die zur Reparatur kommen. Und die Kunden sind dann immer maßlos enttäuscht, dass die Reparatur eines solchen Wegwerfgerätes teurer kommt als die Reparatur an einem qualitativ hochwertigen Gerät. Eine qualitativ hochwertige Waschmaschine hat diesen Bottich aus Edelstahl. Da gibt es noch hinten eine Befestigungsmöglichkeit aus Gusseisen, wo das Lager sitzt. Da kann man, wenn es überhaupt kaputt wird, weil hier halten die Stoßdämpfer die Schleudertouren ja aus, die sind richtig dimensioniert. Aber wenn es einmal kaputt werden sollte, ist das Lager zu tauschen überhaupt kein Problem. Da brauche ich wirklich nur das Lager tauschen. Bei der Wegwerfwaschmaschine muss ich mindestens den halben Bottich erneuern, weil sonst nützt der Lagertausch nichts, weil ja der Sitz des Lagers im Kunststoff auch beschädigt ist. Also da haben wir jetzt einmal ein Beispiel für geplante Obsoleszenz bei Waschmaschinen. Mein Rat ist natürlich, kauft was qualitativ Hochwertigeres und ihr werdet über die längere Nutzungsdauer eigentlich billiger Wäsche waschen als mit diesen circa 300 Euro Waschmaschinen, die im Schnitt alle 3 Jahre zu tauschen sind. Gibt es noch ein anderes Beispiel oder andere Beispiele, wie man das im Kleinen, in unserem Mikrokosmos verändern kann? Also ich habe einen Drucker und kaum habe ich vielleicht 20, 40 Duplikate gemacht, da meckert er unten schon, neue kaufen. Ja, also die Geschichte mit den Donaukartuschen ist ja eh schon weitgehend bekannt. Wir haben hier selber zwei Drucker, die wir
relativ häufig nutzen als Gewerbebetrieb. Jeder braucht eine Rechnung. Jede Rechnung muss zweifach ausgedruckt werden. Und wir haben festgestellt, dass die Meldung am Bildschirm, der Toner sei leer, überhaupt nicht stimmt. Es gibt solche Tonerkartuschen, die ein mechanisches Zählwerk haben. Das ist bei uns der Fall. Da braucht man dann nur die entsprechenden Zahnräder neu einstellen. Und dann druckt der Drucker problemlos weiter. Ausgelegt ist dieses Zählwerk auf 15.000 Ausdrucke. Wir haben inzwischen bei unseren Druckern schon zweimal das Zählwerk neu eingestellt und sind circa bei 50.000 Ausdrucken. Die Tonerkartusche ist interessanterweise immer noch nicht leer. Würden wir das nicht machen, hätten wir jetzt schon die dritte Tonerkartusche und die zwei Drittel vollen Tonerkartuschen hätten wir entsorgt, weil ja der Auftrag über den Bildschirm kommt, bitte wechseln, ich bin leer. So, aber es gibt noch mindestens zwei andere gute Beispiele für geplante Obsoleszenz. Das eine, auch ein sehr beliebtes Produkt, Flat-TVs. Mhm. Da finden wir immer wieder geplatzte Kondensatoren drinnen. Mhm. Die Elkos, die da eingebaut sind, sind nicht ausgelegt für die Hitzeentwicklung in diesem Gerät und werden deshalb kaputt. Auch circa nach 2,5 bis 3 Jahren. Mhm. Das ist eine ganz einfache Reparatur. Das heißt, man braucht diese Geräte nur zu uns bringen, wir tauschen die Elkos aus und das Gerät läuft wieder. Ich verstehe aber nicht, warum es so produziert wird. Natürlich verstehe ich es nicht. Ich meine, ja, es soll ja kaputt werden und es soll ja dazu anregen, ein neues Gerät zu kaufen. Aber dann sind wir wieder dort, wo ich vorher schon war. Das ist das Gegenteil von Ressourceneffizienz. Man schmeißt was weg, obwohl so ein kleiner, winziger Bauteil, der vielleicht sagen wir mal, insgesamt 50 Cent kostet, wenn es überhaupt kostet, zu schwach dimensioniert ist. Und ich bin der Auffassung, wir sollten mit unseren Rohstoffen etwas sorgsamer umgehen, dass die nächsten Generationen auch noch die Möglichkeit haben, ihren Lebensstil zu entscheiden und auf die Rohstoffe zurückzugreifen, die es dann hoffentlich noch gibt. Also mein Plädoyer ist immer, ein Umdenken einzuleiten und da sind zivilgesellschaftliche Initiativen wie die eure eigentlich wirklich sowas von wichtig. Die Politik wird das nicht lösen. Sie kann es auch nicht lösen. Eine nationale Politik kann nicht ankämpfen gegen eine globalisierte Wirtschaft. Ich vermute vor allem, die Parteipolitik ist da einfach überfordert. Das heißt, die sind gar nicht in der Materie oft drin, wenn ich das so verfolge. Aber ich habe vielleicht noch eine andere Frage, und zwar zur psychischen Obsoleszenz. Also, dass einfach eine Werbekampagne gestartet wird und ein voll funktionierendes Gerät, ob es ein Handy ist oder irgendein anderes Produkt, wird als altmodisch hingestellt und man muss jetzt unbedingt, um mit dabei zu sein, was Neues kaufen. Wie siehst du das? Und vor allem, es gibt da ganz, ich würde mal sagen, hintersinnige Geschichte, die ist ja ganz grün sogar angestrichen. Da heißt es, kauft dir einen neuen Kühlschrank, denn der alte verbraucht ja zu viel. Und mit dem Neuen hast du ein grünes, gutes Gewissen. Wie stehst du zu solchen Entwicklungen? Also bei Kühlgeräten bin ich gespalten. Da finde ich, dass die alten Geräte umweltfreundlich entsorgt werden sollten, wenn sie ihren Dienst nicht mehr in der Lage sind zu tun. Und zwar deshalb, weil da die FCKWs als Kühlmittel drinnen sind, also die vollhalogenierten Kohlenwasserstoffe, die unsere Ozonschicht zerstören. Aber dieser Mechanismus, der wirkt ja nicht nur bei Kühlgeräten, sondern es gibt Verschrottungsprämien bei unterschiedlichen Produktgruppen, seien es Autos, seien es Waschmaschinen. Es fällt der Industrie immer wieder was ein, was so quasi als Zuckerl oder als Karotte vor die Nase gehängt wird. Und dann gibt es auch noch die Begründung, dass die neuen Autos weniger Benzin brauchen, dass die neuen Waschmaschinen weniger Strom brauchen, um zu waschen und so weiter und so fort. Bei Autos kenne ich mich nicht aus. Also auch wenn ich selber ein paar habe, die im Kundendienst unterwegs sind. Aber wo ich mich auskenne, ist zum Beispiel Haushaltsgroßgeräte, Beispiel Waschmaschine. Es wurde bereits im Jahr 2005 von einem, der es wissen muss, es gibt nämlich in Deutschland eine Menge solcher Haushaltsgerätehersteller, und der Herr Scholz
hat schon 2005 gesagt, was die Energieeffizienz von Haushaltsgeräten angeht. Er hat damals Waschmaschine und Geschirrspüler dezidiert genannt, sind wir nahe am technischen Limit. Das war 2005. Mhm. 2006 hatten wir dieses Limit erreicht, und wenn seitdem irgendjemand von der Industrie oder von der Wirtschaftsseite behauptet, tauscht diese Geräte aus, weil ihr dann weniger Strom braucht, um sie zu betreiben, dann ist es entweder ein dummer Mensch oder er lügt absichtlich. Mhm. Also wir können das auch über Statistiken nachweisen, die Energieeffizienz war noch 2006 fast nicht mehr steigerbar. Mhm. Alle Geräte, die seitdem auf den Markt gekommen sind, sind sozusagen schon das Energieeffizienz-Optimum mit einigen Nachteilen behaftet. Da sieht man schon, dass man also das Optimum schon leicht überschritten hat. Es gibt Waschmaschinen, die so wenig Wasser verbrauchen, dass die Wäsche gar nicht mehr frei von Waschmittelrückständen wird. Das ist ein Problem für Hautallergiker, die dann einen extra Spülgang einlegen müssen, was ja nicht gerade die Energieeffizienz eines Waschgangs steigert, um keine Entzündungen der Haut davon zu tragen. Es gibt den Nachteil, dass die besonders energieeffizienten Geräte, Beispiel Waschmaschine, jetzt nicht mehr eine Dreiviertelstunde brauchen, um einen vollen Waschgang mit Hauptwäsche durchzuführen, sondern mittlerweile schon 3 Stunden brauchen. Und wir haben ja auch das Waschmaschinentuning erfunden als Gegenmaßnahme, mhm, und haben uns da wirklich 1,5 Jahre sehr intensiv in unserem Forschungslabor damit beschäftigt. Was bei einer neuen Waschmaschine als sogenannte Lauge, als Abwasser hinten herauskommt, ist sowas von dreckig, dass Sie sich überlegen würden, wenn Sie das sehen, Ihre wohl verschmutzte, aber nicht so dreckige Wäsche überhaupt in einem solchen Gerät zu reinigen. Mhm. Das sind sozusagen die Nachteile, wenn man das Optimum überschritten hat. Was wir als Gegenmaßnahme gegen Verschrottung von Waschmaschinen und auch den Verschrottungsprämien gegen Waschmaschinen anbieten können, ist zumindest bei 32 Waschmaschinentypen das sogenannte Waschmaschinentuning. Das soll heißen, wir sind in der Lage, die Energieeffizienz von alten Waschmaschinen auf ein Niveau zu heben, das ungefähr dem entspricht, was man heute, wenn man eine neue Waschmaschine kauft, erreichen kann. Wir haben da in den sensiblen Phasen des Waschvorganges die Wassermenge reduzieren können, ja, über den sogenannten Niveauschalter, haben dadurch eine Wassereinsparung von 30% bewirken können, eine Energieeinsparung von 20%, und was sicher auch ganz, ganz wichtig ist, beim gleichen Reinigungsergebnis, also über Photospektrometer bewiesen, dass das Reinigungsergebnis genau gleich ist wie vorher, bevor sie getunt wurde. Also wir versuchen da immer Beispiele zu bringen. Ich weiß, das wird jetzt die Welt nicht retten, aber wir können wenigstens sagen, die einen Beitrag dazu leisten wollen, für die haben wir ein Angebot. Du hast uns jetzt schon mehrere Beispiele genannt, wie man diese Obsoleszenz unterlaufen kann und was wir so in unserem Mikrokosmos alles tun können. Vielleicht noch ein Wort zur psychologischen Obsoleszenz. Ja. Das betrifft weniger die Waschmaschinen, aber sehr stark natürlich Autos. Mhm. Sehr stark natürlich so emotional aufgeladene, imagebildende Produkte wie Handys. Ja. Hier ist doch auch anzumerken, dass die Konsumentin und der Konsument selber etwas beitragen kann. Ich glaube, wenn wir uns von dem verabschieden, was jetzt noch an der Tagesordnung ist, ich definiere mich über ein Produkt, das ich verwende, dann wäre schon sehr viel gewonnen. Es muss einfach schick werden, eine gebrauchte Waschmaschine zu kaufen, ein 10 Jahre altes Handy zu verwenden, anstatt diesen treibenden Kräften der Werbewirtschaft hauptsächlich immer wieder auf den Leim zu gehen, und sich als Person, als Persönlichkeit zu definieren über irgendein Produkt, das man verwendet. Das ist ja eigentlich ein Armutszeugnis. Ne?
Also ja, ich empfehle, es zeugt nicht von Selbstwertgefühl. Ich empfehle mehr Selbstbewusstsein. Genau, wenn man sich an Produkte bindet. Wir sollten eigentlich unsere Beziehungen anders gestalten, als anzugeben über Produkte, die man in Verwendung hat. Über die Markenuhr oder ja, über irgendeine genau. Sonnenbrille oder genau. über die Markenkleidung. Also genau. Ich stelle mir noch aus einer Zeit, da war das verpönt, dass man Markenkleidung trug. Da war eigentlich jeder, der das trug, ziemlich affig. Nicht? Ja, Italienisch sagt ja, alles, was man schöner ist als ein Affi, ist ein Luxus. Genau. Und da hatte man ein ganz anderes Gefühl und Bewusstsein. Das ist ja erst so Anfang der 80er so richtig dramatisch ausgebrochen, dass man sich über Markenartikel definiert plötzlich. Und ich wundere mich heute noch, dass das immer noch anhält. Aber ich habe die Hoffnung, es wird auch wieder vergehen. So wie du sagst, dass man sagt, man ist stolz drauf. Komm mal, ich habe einen Dualplattenspieler da rumstehen. Den hat mir das Rust repariert. Ja, das ist natürlich auch ein anderes, wie soll man sagen, eine andere Atmosphäre. Das ist nichts, was man wegwirft, sondern das hat Dauer. Ich verstehe ja ehrlich gesagt auch nicht, dass man sich jetzt spätestens alle 2 Jahre ein neues glänzendes Handy kauft. Und ich meine, diese Mode ist inzwischen wieder abgeklungen und eine absichtlich zerstörte Jeans dazu anzieht. Ne? Ja, das ist schon sehr eigenartig. Ja, du hast uns jetzt ein paar technische Tipps gegeben. Du hast auch gesagt, gegen die psychologische Obsoleszenz hilft eben ein anderes Bewusstsein. Es könnte sich doch bei dir oder bei euch jemand melden, wenn er irgendein Problem hat oder irgendeinen Rat braucht. Ihr seid da, glaube ich, auch über Telefon erreichbar oder wenn man sich einfach vorstellt, damit man solche Dinge in den Griff kriegt und nicht gleich wieder was Neues kaufen muss. Denn die Empfehlungen des Handels sind ja nicht immer optimal. Was ich noch gern wüsste ist, was sind deine Pläne für die Zukunft und deine Wünsche? Also ich träume schon seit langem davon, leider ist das noch immer Zukunft, dass es Nutzen statt Kaufen Konzepte gibt, die seitens der Wirtschaft, seitens des Handels angeboten werden und die eine Automatik in sich tragen, dass Produkte länger halten. Ein Beispiel dazu, wenn die Hersteller im Besitz ihrer Produkte bleiben würden, wie der Beispiel Waschmaschine, und ihr Produkt zur Nutzung anbieten und eine Miete dafür kassieren, dann wäre es mit Sicherheit so, dass diese Geräte schlagartig wieder 20, 30 Jahre halten würden, weil die Profite ja über Mieteinnahmen gemacht werden und nicht über den Verkauf von Neuware am Point of Sale. Diese sogenannten Produktdienstleistungen werden zwar zunehmend von Konsumentinnen und Konsumenten angenommen. Ich habe allerdings vor 14 Jahren den Versuch unternommen, solche sogenannten Waschservice-Verträge, bei Geschirrspülern haben es dann Spülservice-Verträge geheißen, Privathaushalten anzubieten und bin draufgekommen, es ist noch zu früh dafür. Mhm. Wenn wir die Produkte, die wir nutzen wollen, nicht in Besitz nehmen können, dann leidet offensichtlich die österreichische Seele. Aber ich glaube, sie lernt viel dazu. Mhm. Heute könnte ich mir vorstellen, dass wenn wir das neuerlich bewerben, mit größerem Erfolg tun. Es gibt auch andere Maßnahmen, die dazu geeignet wären, das Problem dieser enormen Ressourcenverschwendung zu lösen. Das wäre zum Beispiel auch nicht neu, eine ökologische oder neuerdings heißt sie ökosoziale Steuerreform, die die Arbeit entlastet und die Ressourcen verteuert. Dann hätten wir auch nicht das Problem weiterhin, dass alle Produktionsstätten immer am Überlegen sind oder schon längst dort gelandet sind, in den sogenannten Billiglohnländern, also in Billiglohnländer zu übersiedeln, um die Profite zu optimieren, sondern wir hätten langlebige Produkte, die vor Ort serviciert und repariert werden könnten. Hier hätten wir eine enorme Wertschöpfung im Land, vor Ort,
ohne dass der Ressourcenverbrauch steigen müsste. Ganz im Gegenteil. Und ich bin sowieso ein Fan von lokalen Wirtschaftskreisläufen. Also das zum Beispiel einmal in manchen Regionen zu starten und auszuprobieren. Mhm. Schön wäre es gleich in Wien. Das wäre, glaube ich, sinnvoll und würde zur Problemlösung wesentlich beitragen. Wen siehst du da als mögliche Bündnispartner für so ein Projekt? Das wäre ja eine Art Feldversuch vielleicht am Anfang nötig. Naja, also ich denke mal, es gibt ohnehin schon eine Nachhaltigkeits-Community. Vielleicht ist an dieser Stelle einmal zu sagen, nicht alles, was lang dauert, ist nachhaltig. Sondern nachhaltig heißt, dass sich das insbesondere wirtschaftliche Handeln auf drei Säulen stützt. Das eine ist die ökonomische, das muss sein, weil sonst ist wirtschaftliches Handeln dann nicht mehr möglich, es sei denn, ja, aber da sind wir bei einem anderen Thema, im Tauschverfahren sozusagen die geldlose Gesellschaft, das wäre auch schön, aber so weit will ich mich jetzt gar nicht vorwagen. Es muss aber jedenfalls bei jedem wirtschaftlichen Handeln auch die ökologische Dimension und vor allen Dingen auch die soziale Dimension berücksichtigt werden. Und das zu zeigen, dass es geht, dazu sind wir vor knapp 15 Jahren angetreten. Ja, da wünsche ich euch noch sehr viel Erfolg mit diesem Projekt und dass deine Wünsche und Pläne Gestalt annehmen und dann auch dieses Nutzen statt Kaufen mal immer mehr zum Prinzip wird. Ich muss jetzt nur eigentlich die Frage beantworten, ist mir eingefallen. Ja. Wer sind denn die Bündnispartner? Ja. Das sind die, die nachhaltigen Konsum verstanden haben, die zum Teil schon bei uns als Kunden auftauchen. Das sollte aber in der gesamten Zivilgesellschaft, wo es einen fruchtbaren Boden gibt für solche Veränderungen des Lebens und des Wirtschaftens, zur Blüte kommen. Also fruchtbarer Boden, die Samen werden gesät und irgendwann einmal wird das Ganze aufgehen. Ich denke nicht, dass das über Ordnungspolitik geht. Das würde vermutlich nicht funktionieren. Ja, vielen Dank und deine Arbeit hier im Reparatur- und Servicezentrum noch viel Erfolg. Dankeschön.